Hallo und willkommen zum ersten Lauf der Project Cars 2 VDCR Series 2019. Nach gerade mal um die 11 bis 10, 10 bis 11 Monate geht's nun wieder los mit Touring Car Sport. Ihr hockt vorm Fernseher, hockt vorm Bildschirm, ihr hockt vor der Übertragung und freut euch drauf. Ja, dann ja, dürft ihr euch freuen, denn heute erwartet uns hoffentlich ein spannendes Rennen, weil wir haben, wie man jetzt schon sehen kann, Race, Start, Regen, Race, End, Sonnenschein. Qualifying fand bei sonnigen Temperaturen statt, alles ganz normal, Ergebnisse kommen gleich. Wir haben 11 Piloten, 10 davon treten heute auch schon an. Der einzige, der fehlt, ist JBW, der ist leider nicht vor Ort. Somit Opel mit 3 Autos am Start, Mercedes mit einem und der Rest geht auf die Kappe von Renault und BMW. Ganz kurz zum letzten Mal hoffentlich, darf ja wie schon gesagt nicht teilnehmen. Ja, die Fahrer hier haben teilgenommen. Benetzin holt sich mal wieder eine Pole, das ist kein großes Wunder mehr. Vor Oliver und DK, dahinter haben wir Palli-Lampflömer und eben der Rest vom Schützenfest. Ich würde sagen, viel Spaß, nun geht's los. Rennen und Lauf 1 von 6. So, die Project Cars 2 VDCR Series 2019 geht los, mal wieder Ruapuna Park, der erste Lauf, Rennen 1 von Gesamt 6 in dieser Saison. DK ist hier irgendwie stehen geblieben, sehe ich. Ja, DK steht da hinten, ne? Aber rein geht's in Kurve 1 mit Zilli im Monster Energy Renault vorne. Kann sich hier vor Oliver halten. Dahinter greift schon Flimmer Sendern und geht auch schon vorbei. Wir sind im Opel Motorsport Design hier jetzt inzwischen vor seinem Markenkollegen und Niki dahinter, der Adam hinter sich hält und Palli da schon am Kämpfen mit Zuluft, glaube ich, müsste es gewesen sein. Ja, inzwischen regnet es ja auch im Sturm, Qualifying war ja noch bei trockenen Sachen und wir sind auch eingeblendet, Schauer, und da Adam mit Palli da etwas am Rangeln, ne, es ist Flimmer sogar, Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall, wie schon gesagt, Schauer, also ja, mal ist es vielleicht trocken, mal ist es wieder Regen, das wird sich herausstellen. Auf jeden Fall ist das so ein kleiner Spannungsfaktor, den man heute auf jeden Fall mit dabei haben wird. Niki Lauda greift währenddessen hier Send an, also Daniel greift Send an hier, Mercedes, einzige Mercedes hier bisher in dieser Meisterschaft. Hier dran am Opel, der Opel ist ja bekanntlich auf der Geraden nicht das schnellste Fabrikat, sondern halt eben ja mit dem Mercedes und Renault. Da ist Opel schon ganz schön, oder immer noch hinterher, sagen wir es mal so. Letztes Jahr, oder ich glaube sogar fast überall, auf allen Strecken, wo wir gefahren sind, hat ja ein BMW gewinnen können, oder halt eben ein Renault. Und ja, diese Saison wird es hoffentlich etwas anders werden. Währenddessen Send da mit Niki zu kämpfen hat, haben wir im Hintergrund Adam immer noch vor Palli. Und Adam, der bekanntlich, oder der hat ja ein sehr, sehr gutes Know-how und auch schon eine sehr, sehr gute GT3-Meisterschaft geliefert, der, glaube ich, der fühlt sich in diesen Autos richtig wohl. Also da bin ich gespannt, was da auf uns zukommt, was er so rausholen wird. Und es ist inzwischen auch bestätigt, DK ist DNF. Ich muss mal ganz kurz hier ein Bild schießen, ich entschuldige. So. Aber gut, wie schon gesagt, das ist halt eben und da rutscht Niki leicht aufs Gras, aber das kann er auch noch halten. Und ja, er greift schon wieder Sendern. Also Send da unter Druck von einem Rivalen, den er sonst so nicht kennt. Der inzwischen ja seit 5 Seasons unter den Top 2 gefahrene Fahrer hier im Opel mit der Nummer 326 eben am Kämpfen um Position 3, aber trotzdem. Oh, und jetzt gibt es eine kleine Kollision hier zwischen Send und jetzt kommt Flimmer drauf. Flimmer versucht jetzt hier an Niki. Aber das kann Flimmer erstmal vergessen, auf der Geraden ist wie schon gesagt der AMG recht schnell. Und ja, es wird ein bisschen heller, fällt mir auf. Und ich glaube auch irgendwie ist der Regen weg, ne? Oder na, hier regnet es doch, glaube ich, leicht. Ich sehe es bloß gerade nicht, weil ja auch eben diese Gischt ja, richtig sehen ist. Aber ich glaube, es hat schon aufgehört zu regnen. Wir schauen mal onboard rein. Ja, die Wolken werden, ich würde sagen, heller. Und ja, es regnet nicht mehr. Also hier zumindest, hier trifft es dann wieder leicht. Die Strecke ist ja auch jetzt nicht so kurz, dass man dann doch
gleiche Wetter immer hat, aber trotzdem. Wenn jetzt die Welt auf jeden Fall erstmal noch draußen, weil natürlich kommt jetzt auch diese Wechselfrage, sage ich mal, auf. Wann geht wer rein? Wenn es denn wirklich dazu kommen sollte, dass jetzt wirklich die Dalinie, und hier ist es auch schon recht trocken, wirklich so trocken ist, dass wirklich die Regenreifen dann eben nichts mehr sind. Dafür Pally ohne Licht, das ist eigentlich nicht in Ordnung. Ich glaube, da müssen wir dann auch mal die Strafe erhöhen, weil bei Regen ist generell eine Lichtpflicht. Wurde auch beim letzten Testrennen eigentlich in der Nachbesprechung mit angesagt. Flimmer hat das Licht dann, das ist so auch der Unterschied zwischen dem, weil die fahren ja auch in derselben Lackierungsort. Wesley ist draußen geblieben. Aber schau mal, hier ist wirklich schon inzwischen fast trockene Strecke. Also jetzt wird es ernsthaft hier spannend. Inzwischen ist auch Sonnenschein da, wir sehen es. Die Sonne kommt raus hier in Neuseeland. Und ja, hier jetzt der Mercedes gegen den Opel auf der Geraden. Da sind sie dann ohne Windschatten natürlich auch fast gleich schnell. Das ist auch gut so, dass die gleich schnell sind. Aber jetzt erstmal Niki hier innen und Niki zieht vorbei. Niki, also Daniel, das irritiert mich. Daniel holt sich die Position 3. Nein, holt er sich nicht, der rutscht raus. Natürlich ist der Acker hier natürlich jetzt auch recht gefährlich, denn, wie schon gesagt, alles ein bisschen aufgeweicht, ne? Und jetzt ist natürlich die große Frage, wann geht wer rein? Denn hier sehen wir auch schon, ne? Die Italiener trocknet so langsam auch ab oder aus oder wie auch immer. Wir sehen, ne? Keine Pfützen mehr. Nur noch halt eben diese leichte Gischt, die halt eben die Fahrzeuge durch ihre hohe Geschwindigkeit eben aufwirbeln. Und das hat ja auch so ein bisschen gefehlt bisher, ne? Bisher hat man nur immer ein Wetter und das war's dann. Sonst nur immer Tag, Nacht vielleicht noch, aber jetzt haben wir eben auch Wetter. Und da gibt es eine Kollision, weil Flimmer was versucht und der Campalli hier in der Mitte durchgeht. Flimmer fährt das hunderte Schild um. Wesley ist draußen geblieben, Oliver ebenso. Na, ich bin ganz ein bisschen verwirrt, wo geht's hin? Hier geht's hin. Ja, und jetzt sehen wir hier einen Viererkampf. Daniel gegen zwei Opel, nämlich Palli, der jetzt hier dicht auffährt. Dann kommt Flimmer dann eben Adam dahinter und jetzt kommt Palli auf der Geraden. Ist auch wieder leicht schneller als der Mercedes. Durch den Windschatten, ne? Pally goes for it. Nein, er bremst ab und Flimmer rutscht komplett raus. Oh, und Daniel rutscht auch mit raus. Was ist denn hier los? Flimmer und Daniel rutschen da beide raus. Und es kommt erstmal zum Totalausfall beim Flimmer von der 5 auf die 7. Jetzt sehen wir es auch schon, ne? Die schöne Ideallinie hier. Die inzwischen ja doch recht ausgetrocknet ist, dann machen wir so. Und Bendis geht an die Box, Oliver bleibt draußen und jetzt kommt eben das Spannende. Was passiert, wer geht wie und wo rein? Bitlimiter 60 km/h, glaube ich immer hier. Der führende Bendis Zilli geht an die Box. Kommt jetzt hier rein. Pally geht auf die 2 vor, denn auch Sen kommt rein. Reihenfolge Oliver vor Pally, dann kommt Adam und Niki, bleibt auf der 4. Position und Sen fährt weiter. Flümer ist auch an der Box. Nico Thurmann und Zulof rutschen durch. So, aber ich sehe gerade bei meiner Grafik, bei Sen haben sie nichts gemacht. Dann haben sie Regenreifen drauf, auch nicht schlecht. Bendis Zilli fährt auch wieder, der müsste jetzt Slicks drauf haben normalerweise. Ist natürlich für die Gischt hier am Ausgang noch viel zu viel in meinen Augen. So, jetzt ja, und jetzt wird sich keine Gischt mehr. Also das ist echt, ja, eben dieses Tricky, das will man eben auch erreichen, sage ich mal. Und jetzt haben wir hier ein bisschen mehr Gischt und dann wird sie wieder nicht mehr. Das ist echt, ja, spannend anzusehen, denn jetzt muss Bendis Zilli aufpassen, dass er eben nicht ins Nasse kommt und sich dann wegdreht. Was mit denen alles natürlich auf der Bremse recht. Ich sag mal, gefährlich ist. So, Oliver führt das Rennen an vor Pally, 8 Sekunden, nach und dem Adam, genau. Und hier Nico Thurmann kämpft mit Zulu, also mit Peter Back, wenn ihr ihn nicht kennt.
Und die fünfte Position hier. Ein Renault interner Kampf. Und der Marktmeisterschaft ganz kurz erklärt noch, wenn das nicht hier inzwischen das schöne Wetter rauskommt, das freut mich, weil. Naja, ne? Wobei, naja, so schön ist es von oben jetzt auch nicht. Also, mal gucken. Schauer sind sie ja, ne? Nicht irgendwie Regen und dann trocken. Sind wirklich Schauer, deswegen muss man da wirklich aufpassen. So, Oliver bleibt draußen und das tröpfelt wieder. Was? Das tröpfelt wieder, das gibt's doch nicht. Hier auf Stadtziel fängt es wieder an, leicht zu tröpfeln. Und hier in Kurve 1 regnet schon. Das gibt's doch nicht. Oliver H. führt das Rennen an, war noch nicht an der Box vermutlich. Halle ja ebenso nicht. Weil die Frage ist, wo, was macht Benicili? Da ist Benicili und der hockt noch im Trocknen. Im trockenen Streckenabschnitt eher. Aber auch hier jetzt inzwischen letzte Kurve bis Kurve 1 hin. Hier fängt es an zu regnen und das sehen wir es auch schon. Jetzt haben wir eben den Salat. Hier kein Flickboxenstopp heißt. Ja, und jetzt fährt Bendis hier mit Slicks im strömenden Regen. Gibt's denn das? Jetzt fängt wieder an, zumindest hier, wie schon gesagt, Startziel ausgesehen. Fängt wieder an, man sieht es ja hier auch, ne? Zu regnen. Aber Oliver geht jetzt auch rein, okay. Frage mich nur, warum er jetzt reingeht, denn es fängt eigentlich gerade an zu regnen, aber gut. Wird schon wissen, was er tut und vor allem, was er draufzieht. Schalten mal onboard zu Benicili, der inzwischen letzter ist. Benicili auf dem 9. und letzten Platz ist von dem er bei DK, ne? Sieht man ja auch hoffentlich inzwischen schön eingeblendet, ist DNF. Palli führt jetzt das Rennen an, weil ja Oliver jetzt an einer Box ist, genau. Ja, Benicili. Ich glaube, da haben wir sich hier ein bisschen verpokert und jetzt. Oh, hier fängt. Ja, hier sehen wir es auch schon, der strömende Regen, also. Nix da mit einem Trockenrennen, es fängt wieder an zu schütten. Und bei Oliver haben sie jetzt nichts drauf gemacht, oder wie darf ich das verstehen? Zumindest sagt es mir hier gerade meine Computergrafik. Benicili kommt rein, naja klar. Benicili natürlich richtig jetzt abgeschlagen eigentlich schon. Filmer hat keine Slicks drauf, aber Oliver hat Slicks drauf. Ja, da sehen wir es auch schon. Jetzt haben wir nämlich genau das Problem, was eintritt. Wir haben vorne 3 Leute, 4 Leute, 5 Leute. Die ersten 5 waren nicht an der Box. Und die letzten 4 in der Grafik, weil die kennt es ja nicht. Oh ja, der dreht sich weg. Oliver H. dreht sich weg. Sind wir sein Rennen auch weggeschmissen. Aber ich frage mich, warum? Weil es hat ja schon wieder angefangen zu regnen und er ging an die Box. Das wundert mich gerade so ein bisschen. Flimmer müsste eigentlich auf Regen reiben. Sagen wir jetzt hier, ist alles schön, aber jetzt... natürlich für Oliver ja eine Runde, die er ne, und dann eben mit dem Boxenstopp. Gut, die Runde geht hier nicht so lang, ne, es gibt schon längere Strecken, auch hier gibt es ja längere Streckenabschnitte, Streckenvarianten, deswegen das passt schon, aber trotzdem natürlich, und er bleibt draußen. Warum bleibt er draußen, das frage ich mich jetzt eigentlich gerade, wenn er denn so Probleme hat mit den Slicks, wobei ich das auch nicht mehr als Problem, sondern eben als Fehlplanung bezeichne. Warum bleibt er dann draußen, das wundert mich gerade so ein bisschen. Dann müssen wir mal nachhören, was da los ist. Auf jeden Fall auf der 1 ist vorne Palli mit 7 Sekunden vor Adam. Und der kann natürlich jetzt lachen, oder es ist sich eben ins Fäustchen lachen, denn das war jetzt eigentlich nicht so vorgeplant. Der Wetterbericht sagte eigentlich, dass es, ja, hier fängt, hier regnet es wieder ganz normal. Eigentlich war der Wetterbericht so vorgeplant, dass man hier am Ende dann trocken hat, aber anscheinend ging das nicht so auf, wie man es haben wollte. Jetzt lief er inzwischen auch wieder als letzter mit Abstand, mit absolutem Abstand. Drin zum Stopp wird auch mal Zeit in meinen Augen. Eigentlich eine Runde zu viel, aber trotzdem. Das ist natürlich jetzt auch für ihn eine komplette Fehlplanung. Gerade noch Peter Buck und Benicili hinter sich, aber ich glaube, dass. Also Benicili müsste halten können. Bei Zuluft glaube ich das eher nicht. Oh, das regnet wieder.
Lustig, also hier ein Wetterstreich. Hatten wir so, glaube ich, auch noch nicht. Senden zwischen Vierter hat einen riesen Abstand auf Niki, der an Adam dran ist. Also auch da wieder eine gute Frage. Zwei, eigentlich sogar vielleicht sogar drei Leute, wobei Polly schon als Geheimwaffe gilt. Zwei Überraschungen auf dem Podest, die entstehen eben durch sowas und das ist auch wieder spannend. Das sind natürlich für die Gesamtwertung, währenddessen Daniel jetzt hier ganz schön rausrutscht. Einmal durch den Acker ist natürlich bei den Wetterverhältnissen auch nicht gut. Ja, das sind dann schon so diese Ausmaße. Natürlich, wenn jetzt die Letzte würde nur 2 Punkte für dieses Rennen bekommen, wäre es ein erstes Asphaltrennen, wo er bei uns nicht gewinnt. Das ist dann natürlich auch so eine Sache. Aber gut, ne, die passieren eben dadurch. Der kam eigentlich noch am glimmlichsten davon, wenn man mal so ehrlich ist. Denn mit Stopp auf 4, vor allem 3 Leute, die nicht gestoppt haben. Aber gut, Peter Back auf der 7. Position kämpft sich auch wacker und würde auch aktuell 6 Punkte mitnehmen, was auch im Vergleich recht gut wäre. Ja, Oliver Haar, wer kennt ihn nicht, Oliver Helke. Auch natürlich jetzt nur gerade mal 4 Punkte aus dem Rennen. Er war in Führung erstens und zweitens war generell recht weit vorne. Ich glaube P2 oder 3 im Qualifying, P2, ja. Ärgerlich, aber auch das kann eben passieren. So ist es halt nun mal und ja, und wer geht jetzt an die Box? Nico Thoman, okay, warum das? Ach, es regnet. Also jetzt das wieder aufgehört zu regnen, das sehe ich. Boah. Beste. Hat aufgehört zu regnen, Nico Thoman geht an die Box. Natürlich muss man jetzt gucken, ne, ob es so bleibt, die restlichen 7 Minuten oder ob es dann wieder anfängt. Das wäre mal so eine schöne Frage. Aber gut, er geht an die Box, weil es eben keinen Tropfen mehr regnet.
Flimmer kommt durch. Flimmer setzt sich jetzt auf die fünfte Position auch mit Stopp. Also Opel kam sehr eigentlich mit am besten drum. Pali Führer aktuell. Deshalb wäre das der erste Opel-Sieg. Und Pali würde auch die Meisterschaftsführung erstmal übernehmen, logisch. Und halt eben auch Opel, glaube ich, zum Gesamtpaket auch die Markenwertung zum ersten Mal. Eben in der VTCR Series bei VWC. Letztes Jahr keinen einzigen Sieg von Mercedes und Opel. Warte mal, ich glaube ein oder zweimal Renault. Ja, Nico Thomann rutscht hier raus. Das haben wir schon öfter mal gesehen, diese Bilder. Aber auch dieses Rennen will wieder Geschichte schreiben, glaube ich, währenddessen. Wenn jetzt Ziele hier mit dem Überrunden beschäftigt ist. Und nein, diesmal ist es nicht er, der überrundet, sondern er wird überrundet. Kennt er das überhaupt? Das ist diese schönen Dinge. Oder er rundet sich zurück, das geht natürlich auch. Er will sich nicht überrunden lassen, verstehe ich natürlich. Ja, und Daniel goes for it. Jetzt hier mit im Kämpfen, das haben wir aufgehört zu rechnen. Jetzt haben wir dieses schöne Bild, das man ja so noch nicht gesehen hat in Project Gas und auch selten bei uns halt eben so an sich. Dass es aufhört zu regnen und eben dann wieder Slickstime ist. Denn das ist, also klar, erstmal, ne, beide Wechsel sind schön, sobald es sobald es anfängt zu regnen, ne, wann geht man rein und wann, ne, wann wird es rutschig. Und dann sind wieder 10 Leute, die eben nicht reingehen und dann hat man wieder gelbe Flagge da drauf und so weiter, ne. Aber auch das ist schön, denn, ja, sowas hat man schon mal in Barcelona in der F1 2012 Mega Kurve und, Spanien Kurve 9, ne, also Barcelona Kurve 9, wer kennt sie nicht. Da kam dann ein Pilot mal mit zwei Reifen, während der Fahrt hat, ne, von der Drohnen in die Ideallinie ab und plötzlich eine volle Kante Snap Oversteer und beinahe noch weggedreht. Deswegen, damit ist nicht zu spaßen. Hier geht's, hier ist nur auf der Bremse vermutlich und so, ne. Wenn man sich andreht, dann kann man es ja nicht recht schnell wieder safen, aber wir haben auch vorhin Oliver gesehen, wie er, ja, 90 Grad Winkel, ne, im Gras stand. Deswegen aufpassen, Rupuna Park, wieder recht viele Leute hier trotzdem in Neuseeland, die uns besuchen kommen, die diese Serie feiern. Ich hoffe mal auch ihr von hier draußen oder von zu Hause oder vom Fernsehen, ne? Ich grüße jeden, der hier zuguckt, ne? Vielen Dank fürs Dabeisein hier bei der Project Cars 2 VTCR Series 2019, die in ihren ersten Lauf geht. Hier live aus Neuseeland so ungefähr. Wir nehmen generell jetzt aber mal ein paar optische Veränderungen vor mit dem HUD. Kann sein, dass wir bald nur noch die kürzlichen und die Positionen sehen und daneben noch Roundabout-Informationen, wenn dessen hier eben auch off-track gibt und da spielt ja jemand off-track. Müsste Nico Thomann sein. Auf jeden Fall, wie wir hier jetzt hoffentlich schon sehen können, ne? DK hat schon ein schönes DNF und keine Zeit mehr, die sich darauf sortiert, weil ich sehe hier gerade schon, ne, 17 Minuten 30 liegt da hinten, ne? Das stimmt natürlich nicht, ne? Das ist halt einfach ein DNF. Und Daniel versucht hier mit dem Reinsteche, aber das wird nichts. Adam kann da konsequent bleiben, kostet Daniel natürlich noch mehr Zeit, denn Send ist nur noch knapp 7 Sekunden weg von ihm. Vorhin waren es 13 Sekunden, ne? Es sind nur noch 3 Minuten, aber rein theoretisch, wenn Send richtig hart aufholt, da hinten sehen wir auch schon hinter Zuluft, dann kann das schon nochmal was werden. Und da möchte ich jetzt nicht zu viel sagen, denn das kann echt noch, ne, zu etwas, spannendem werden, genau. Es stand ja auch im Pre-Paper, im Vorbericht für die Fahrer mit dabei, dass man diese Variante fährt und nicht die Grand Prix-Variante oder die GP oder wie auch immer, weil man einfach erreichen möchte, wenn das ein Adam jetzt hier erreicht, dass er auf Fleck kommt mit seinem Übersteuern. Und jetzt kann Daniel vorbeiziehen. Knapp, aber knapp. Und Daniel goes for it. Und dann muss er auch machen, wenn Daniel geht vorbei an Adam, nachdem er einen Fehler gemacht hat. Daniel jetzt auf die 2 vorgerutscht. Er stand eben auch dabei, dass man diese Variante nimmt, weil die eben kürzer ist, damit die spannendere Qualifying ist, damit spannendes Rennen auch, weil eben alle schnellere Zeiten fahren. So geht es dann noch weiter hinten, verwinkelt weiter und dann einmal rum und dann ist man hier wieder und dann kommt man hier, hat man ein bisschen längere Gerade, aber gut, die braucht man nicht. Die Top 3 brauchen gleich eine Runde Champagner, glaube ich. Noch gerade mal 2 Minuten, ein bisschen weniger hier in diesem Rennen. Und da habe ich schon gesagt, hier in Neuseeland, die Strecke und es fängt wieder an zu regnen. Ich glaube es nicht. Also dieses Wort Schauer macht sich halt echt hier breit. Also ja, hier sehen wir solche strömende normale Regen in Kurve 1. Es fängt wieder an. Nico Thomann da vermutlich wieder mit der völligen Fehlplanung, glaube ich. Da sehen wir es auch schon, rutscht da auch raus. Also hier dreimal Regen, zweimal trocken dazwischen. Ich schätze mal aufgrund von 25 Runden oder sowas ähnliches.
Heftig, also das hätte ich jetzt nicht gedacht, vor allem Palli liegt vorne, das ist ja noch so ein bisschen die Überraschung, sag ich mal. Er hat hier ja letztes Jahr schon einen Sieg verspielt, damals gegen den späteren Champion Chris Kane, und Janik Othmann rutscht raus. Völlig klar, keine Traktion. Und hier, ja, ist überrunden, ist aber anders so. Toll, das ist eine Überrundung, oder nicht? Ja, ist eine Überrundung, ist Daniel. Und wenn jetzt hier nicht vorbeigelassen, wundert mich, könnte man fast schon von Ignoring Groove Leg sprechen. Mal gucken, ob da was auf ihn zukommt. Aber gut, ja, Dirt Rally 2, ne? Noch das schöne Abschlussthema. Wir werden jetzt schon mal zu Palli springen. Oh, Palli auf Schreck. Auch der Führende macht mal einen Fehler. Den seine Wets oder den seine Regenreime sind ja auch schon komplett abgenutzt, hat er auch genügend Abstand auf Niki Lauda. Ja, letzte Runde muss das hier sein. Ja, Dirt Rally 2, ne? Abschluss-Event von Dirt Rally 1 gibt's ja dann morgen. Ja, Palli, jetzt macht aber schon ganz schön viele Fehler hier. Kam schon mit ihm hin, ne? Zum Sieger. Oder zum vermutlichen Sieger, sagen wir mal so. Ja, auf jeden Fall, da werden wir auch hoffentlich wieder viele actiongeladene Events erleben, genau. Das heißt, Rallycross in drei Klassen oder in zwei zumindest, was ich bisher confirmed habe, bekommen habe. Das heißt eben Rally in verschiedenen Klassen, in verschiedenen Jahreszahlen auch. Bin ich echt gespannt, was da ab und zu kommen wird. Aber gut, jetzt kommt erstmal auf Opel eine Freude, kommt da hoffentlich jetzt auf. Denn Palli holt sich im Opel Astra K seinen ersten Sieg in der VTCR Series 2019 von Faurecia, und das ist natürlich jetzt nicht so gut, was er da macht, aber gut. Das heißt drum, er gewinnt hier dieses Rennen abnormal. Mercedes holt sich Position 2 hier. Niki Lauda, Daniel holt sich Position 2 und Position 3 wird Adam, also ja, die drei Marken Opel vor Mercedes, vor Renault, ausgeglichen, da geht es eigentlich am Podest gar nicht. Sand direkt dahinter wird Vierter, das waren 2-3 Sekunden noch, die er gehabt hat auf Adam. Flümmer wird dann vermutlich Fünfter werden, Nico Thurmann ist schon im Ziel, glaube ich. Ja, Sechster. Peter Bakzulov wird Siebter. Oliver H. abgeschlagen. Ja, hier sehen wir es auch schon. Aber das sehen wir es nicht. Achter und Benicini, ja, der wird Letzter und Neunter in diesem ersten Rennen. So, ja, das Rennen ist vorbei. Ein Regenschau mehr als erwartet, das kann man sagen. Und auch generell, Leute, die sich dann entschieden haben, dann in die Box gehen, die sind jetzt nämlich alle drei hier. Hello, Adam. Hallo, hallo. Chaotic Race. No. Yes, it's a wonderful race. Tell us something from your race. You weren't at the pit stop. This is wonderful race. Sometimes it's have the sunny and sometimes it's have the raining. I waiting is a Montanari's pits. I waiting the more running the two laps, and after I see is I have the more rain, and this is very very good, very very good. Okay, yeah, now P3 in the championship. Yes? In the Nikki, in the race. Now P3 in the Drivers' Championship, of course. Yeah, what can you say about this? Yes. Is what the next round? One moment. Donington Park. Ah, yes, Donington. I hope is the next race it have the rain. Because it's very very like in the rain in the race. Okay, yes. But maybe is a next week now is going or not going. But I very very like it is a Donington Park, and the Runa Puna Park is not like it, but. This is the event is very very good. It's a sunny rain. Yes. At the moment it says that at the Donington Park we have rain. Yeah. It's very very good. Okay, some other sentences from you or is it all? It's just all. Alles klar, thank you. Thank you. Daniel, ja, P2 geholt, du bist Vater geworden, was sagt man denn da? Ja, also ich bin sehr glücklich, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich hatte im Rennen ein bisschen Probleme gehabt. Mein vorderer rechter Reifen hat immer wieder überhitzt. Und einmal hatte ich auch das Gefühl gehabt, dass ich nicht mehr bremsen konnte. Aber
komischerweise hat sich das immer wieder von alleine irgendwie wieder getan. Und dann ging es auf einmal doch wieder. Ja, und dann hatte ich auf einmal vor mir noch den Renault-Fahrer gehabt. Und da habe ich dann gedacht, ja komm, den kriege ich noch. Und ja, dann wurde es mehrmals ziemlich knapp. Und dann bin ich meistens von der Strecke abgekommen. Aber irgendwann habe ich ihn dann doch gekriegt, weil dann war ich dann sehr glücklich gewesen. Okay. Ja, jetzt bist du Zweiter. Natürlich wird es hart zu halten sein, aber was sagst du dazu? Ja, also ich werde es versuchen, ob ich das halten kann. Aber bei Regen bin ich ja immer gut eigentlich. Also war ich eigentlich bis jetzt immer gut gewesen. Und ja, muss ich mal gucken, wie es beim nächsten Rennen ist. Also wenn er wieder trocken ist, dann muss ich mal gucken, dass ich vielleicht was finde, damit ich meinen Wagen ein bisschen schneller machen kann. Weil bei Trockenheit war er beim letzten Rennen ein bisschen langsam. Alles klar, dankeschön. Jo. Pali, du hast das Rennen in einem Opel Astra K gewonnen. Wie fühlt sich dieses Auto so an? Ja, geiles Auto, muss man auf jeden Fall sagen. Hat Spaß gemacht, das Rennen. War ein bisschen komisches Wetter. Ich würde mal sagen, dieses Skandal ist größter Spaß. Aber auf jeden Fall, ja, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass einige eine schlechte Strategie hatten, einige eine gute. Und ich war einer der Guten und hab's gut durchgezogen. Ja, und jetzt sieht man ja, was passiert ist, ne? Ich stehe hier auf der Win Position. Das stimmt, ja, an sich. P1 Meisterschaft verteidigen, Benetil hat 23 Punkte weniger als du, DK hat 25 Punkte weniger als du, Oliver hat 21 Punkte weniger als du, Zend, darf man auch nicht ganz vergessen, hat im Moment, ich muss zählen, 5 und 8 sind 13 Punkte weniger als du. Was sagst du denn da dazu? Also ich glaube, dass mit der Meisterschaft kann ich knicken. Das war jetzt eher ein Glücksgriff, ja, dass ich da mal eine gute Strategie hatte. Von der reinen Performance her kann ich an die Jungs da vorne nicht mitfahren. Man hat zum Qualifying gesehen, über eine Sekunde Unterschied, da werde ich nicht mitkommen. Und ich bin mir da ziemlich sicher, dass die Jungs das sehr relativ schnell aufholen werden. Ich versuche mich jetzt mit guten Positionen über Wasser zu halten, solange wie es nur geht. Wünschen würde ich mir, dass ich um die Meisterschaft fahren kann mit dem guten Gedanken, dass ich wenigstens gut Punkte hole. Schwierig wird es natürlich auch gegen die Jungs da. Deswegen mache ich mir da nicht allzu große Hoffnungen. Aber ein guter Versuch ist es auf jeden Fall, das Ganze mal zu versuchen. Vor allem Projekt Cars ist sowieso Neuland für mich. Und ich bin froh, dass ich heute das erste Mal, ja, so ein bisschen auch mit Glück versucht habe, das Rennen zu gewinnen. Es hat funktioniert. Ich bin happy, aber mehr auch nicht. Alles klar. Eine Runde Champagner. Alles klar. Ja, Neuseeland, schönen Tag noch. So, also Rennergebnis nochmal, Pali vor Daniel, dann eben Adam. Dann hinter Zend, vor Pflimmer, Nico Thurmann, dann kommt Peter Back, dann Benetil ist 9. und dazwischen ist Oliver Haar, der ist ja direkt dann auch schon raus, der ist ja gar nicht mehr aufgelistet, warum auch immer. Ne? Also wie schon gesagt, P8 eben Oliver und 9. von 9. Benetil, DNF eben DK, haben wir ja während des Rennens in der Übertragung schon sehen können. Ja, und so sieht dann eben auch die Fahrerwertung aus, dementsprechend JBW dann auf der 11. Und ja, Markenwertung, interesting, ja, interessant. Opel führt tatsächlich mal eine Wertung an. Das gab es, glaube ich, so noch gar nicht. Premiere und vor allem eben Dustin Palli als Opel-Fahrer vorne. Das wird spannend, denn jetzt habe ich die Serie natürlich, ne, trotzdem. Und das, jetzt kommt es eben, ne. Wir haben jetzt noch 5 Rennen. 4-mal vor Palli zu sein, sind 21 Punkte. Ansonsten sind immer noch 4 Punkte, ne. Deswegen, das wird jetzt spannend für Benetili, ne? Wenn Palli darauf so fährt. Wenn Palli halt nicht darauf so fährt, dann ja, wird es trotzdem spannend, weil Benetili muss halt immer gewinnen, ne? Und wir haben ja auch noch Oliver, der heute, oder auch DK. DK kann man gar nicht erst im Einsatz, deswegen bin ich ja gespannt. Donington Park, ja, laut dem Spielformer ab 1.3. bei Frühling. Also haben die Blätter leider schon mehr, haben die Bäume schon mehr Blätter, als man denkt. Donington Park, die Grand Prix-Variante, wie wir hier auch schon unschwer erkennen können. Mal gucken, wie das Wetter so sein wird. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Freue mich auch schon drauf. Aktuell hast du auch wieder so Schauer, dann wieder trocken und so. Bin ich mal gespannt, wie es das so sein wird. Das war der erste Lauf, das erste Rennen von, wie schon gesagt, insgesamt 6, die wir in dieser Saison haben. Das war's. Dankeschön und tschüss. Live hier aus Neuseeland vom Ruapuna Park.